Wir sind drin. Romeo 1, finden Sie die Sicherungen und schalten Sie das Ding ab. Und wir haben keine Zeit mehr. Dann auf die harte Tour. Romeo 1, Self-Energieausstoß bei 65% fallen. Mission erfolgreich. Weiter zu Delta. Bewegung. Informationen erreichen Maximaltoleranz. Also nicht erforderlichen Team. Ich habe noch eine andere Idee. Denke, sie wird Ihnen gefallen. Romeo 1, wir haben ein Zeitfenster von 60 Minuten für das Primärziel. Mehrere Cell-Einheiten nähern sich Ihnen. Gefährden Sie jetzt nicht die ganze verdammte Mission. Romeo 1, rücken Sie jetzt zum Nexus vor. Ich verbuche die explosive Exfiltration der Hardware als unkalkulierbar und völlig irrsinnig. Mein Name ist Prophet. Sie haben keinen Namen. Den haben nur Menschen. Sie haben eine Kennung und eine gottverdammte Seriennummer. Und Sie haben ohne mich keine Chance.
Also machen wir beide das Beste draus. Ich brauche einen Lagebericht. Okay. Cells Höhenverteidigungssystem ist komplett offline, aber es ist noch nicht vorbei. Es wird hier noch schneller. Cell zieht sich zurück und sammelt sich an der Nexus-Basis. Wie es aussieht, wollen sie die ganze Gegend in eine Todeszone verwandeln. Sei vorsichtig. Ich sehe wohl schon Gespenster. Achtung! EMP! Bravo, vorrücken, vorwärts! Checkt seine letzte Position. Romeo Actual, hier Romeo 1. Ich sitze hier immer noch fest. Im Lift. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Romeo 1, das muss machen.
Wir haben im Moment Wichtigeres zu tun. Du hattest recht, Psycho. Sie steht auf dich. Ich fange an, sie zu mögen. Blöd, Mann. Romeo 1, Ihr Primärziel ist in Sicht. System X ist in einem Erntekomplex mehrere hundert Meter unter dem Straßenniveau untergebracht. Aber das Kontrollsystem ist direkt über Ihnen. Sie müssen da irgendwie rauf. Romeo 1, die Lage ist kritisch. Cell betreibt den Nexus ohne Energie für die Stabilisierungsmatrix weiter. Er könnte jeden Moment implodieren. Wir starten Operation Jackhammer. Bringen Sie den Energieausstoß unter Kontrolle, damit System X abgeschaltet werden kann. Roger. Thank you.
Feuerschutz! Checkt den Bereich, in dem wir ihn zuletzt gesehen haben. Vielleicht eine Energieentladung oder irgendein interstellares Zeichen. Ich weiß es nicht. Doktor, das Zelldirektorium bezahlt Ihnen ein Schweinegeld. Und jetzt erzählen Sie mir, Sie wüssten nicht, was da vom Dach unseres Doms in den Weltraum schießt? Nun, es hat sicher etwas mit der Quarantäneaufhebung von System X zu tun. Aber ich brauche mehr Daten, um... Dann besorgen Sie sich die Daten. Ich will in einer Stunde einen Bericht. An die Arbeit. Wir haben lange Jahre nicht verletzt.
verstanden, welche Bedeutung die Energiebeschaffung für die frühen Seth hat. Als wir erkannten, was sie taten, war es bereits zu spät. Die von den Lingshan-Aliens gesammelten Energiemassen führten zur Geburt einer riesigen, lebenden und unfassbar mächtigen Batterie von System X, dem Alpha-Seth. Wir sind nicht sicher, ob der Alpha-Seth auf Lingshan nur aktiviert oder in der geraubten Hitze unseres Atomschlags geboren wurde. Eins steht jedoch fest. Dank des Alphas waren die Seth nicht mehr von ihren Landungsschiffen abhängig. Stufe 2 konnte beginnen. Déjà-vu-Erlebnissen, falschen Erinnerungen, gelegentlich sogar zu dissoziativen Identitätsstörungen. Ich bin nicht verrückt. Die Visionen sind Vorhersagen, keine Halluzinationen. Wie Sie meinen, Romeo 1. Machen Sie jetzt einfach weiter. Hört ihr das? Gebt mir Rückendeckung!
war's. Mach die Bastarde fertig. Danke, Prophet. Danke. Heute werden wir unsere Ketten abstreifen. Das ist unser erster Tag in Freiheit. Saigo, ich bin drin. Hacke jetzt Sales Ausfallsicherungen. Notabschaltungssystemanfrage. Notfallabschaltung. Steuerstab ausgerichtet, um System zu stoppen. Projiziere System X-Quarantäneansicht.